Guten Tag, Leute. Heute mal wieder ein Video von mir und diesmal ist es Weapon. Wieder ein kleines Flashgame, das ich zurzeit mal spiele. Und wir drücken einfach auf Play. Mach was hin. So. Also, zu Anfang nehme ich immer die Glock, weil die ist, glaube ich, am besten. Und nein, so viel Geld haben wir nicht. Oh. Ja, hier sehen wir auch schon mal die Waffenauswahl dieses Spieles. Und ja, ist mal wieder mein erstes Video seit weiß nicht wie lange. Ja. Gut, dann schließen wir mal. Also das Spiel ist so eine Art Tower Defense. Wir müssen diesen Black Hawk hier schützen vor den ankommenden Truppen. Die können halt auf diesen Black Hawk schießen. Da ich stelle mich halt so ein bisschen noobig an, weil meine Maus hier gerade hängt. Weiß nicht wieso. So, jetzt haben wir 600, also kaufen wir uns das High Capital. Okay, weiter im Text. So, wieder auf Automatik umstellen. Hier passt auch reichlich viel mehr Munition rein als in das alte Magazin. Das Spiel heißt Weapon, einfach nur Weapon. Ihr könnt es auf Armor Games spielen. Ich werde die Seite mal verlinken. Und ja. Secondary Part, das holen wir uns mal, dann haben wir mehr Munition für die eine Waffe. Gut. Also hier sieht man wieder, jetzt haben wir mehr Magazine. Das Spiel ist außerdem noch von Simon Hazen. Ich finde die Spiele von Simon Hazen relativ gut. Er hat zum Beispiel auch Sierra 7 gemacht oder die Tactical Assassins Reihe. Wer sich jetzt mit den Flash Games hier auskennt. Und ich habe das Spiel schon, naja, mehrmals gespielt, aber irgendwie habe ich immer versagt, ein bisschen. So, ich spiele jetzt als allererstes auf eine der SMGs. Wahrscheinlich auf die MP5 oder die AK. Die MP5 kostet 4500 und die AK kostet 6000. Aber als allererstes spiele ich auf den Delta Sniper, denn der macht mir das Spiel relativ leichter. So, da sehen wir auch schon wieder eine neue Klasse, den Rocketeer. Es gibt vier Klassen in diesem Spiel: einmal die Infanterie, die Rocketeers und die EOD Suits. Und also die EOD Suits und die Technicals. Die Technicals sind wieder Autos. Die sind relativ fies, weil die sehr schnell sind, sehr viel abziehen können in einer Runde. Und ja, mit denen habe ich halt am meisten Probleme in diesem Spiel. So, bisschen was für die Max kaufen hier. Wieder ein bisschen warten. Höchstens, wenn der erste EOD-Suit kommt, muss ich schon auf Delta Sniper sein. Ja. Denn der schießt alle Infanteries und Rocketeers ab. Headshot. Chart. So, jetzt können wir zum Beispiel den Delta Sniper nehmen hier. Jetzt haben wir den Delta Sniper und der kann auch sterben, der steht da vorne und schießt dann halt auf die. Oh, Fail. So, seht ihr? Okay. Seht ihr, wie leicht er mir die Runde macht? Zack, gewonnen. Das. Ja, nee. 2400. Aber egal, ich spiele erstmal auf die MP5. 600, Mist. MP5, 4000. Oder wenn ich. Entweder eins, also auf einen von den beiden spiele ich zuerst. Auf die AK kann ich vergessen.
Und als nächstes werde ich auf die AK spielen oder auf eine von, also auf eine von den ersten Waffen. Wahrscheinlich auch auf die zweiten, weiß ich nicht. Weiß ich alles noch nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal weiter, oder? Ich hole mir kurz einen Laser, damit bin ich auch wieder besser darin. Gut. So. Ihr müsst da denken, wenn ihr das Spiel spielt, ihr müsst die Symbole zweimal anklicken. So, da sehen wir auch schon wieder den EOD-Suit. Ihr müsst die Symbole zweimal anklicken, da ihr das ja, halt ausrüsten müsst. So. Mist. Das noch. So. Gut. Geld spart. So. Das Problem ist, der Delta Sniper schießt auch auf die EOD-Suits, also hauptsächlich auf die EOD-Suits. Und leider zieht er den kaum was ab. Wenn ihr Modern Warfare, also wenn ihr Modern Warfare 3 oder 2 spielt, das sind die Juggernauts aus dem Spiel, sagen wir mal so. Bloß die sind halt ein bisschen langsamer. So, jetzt können wir zum Beispiel die hier kaufen. So. UMP. Forward können wir vor. Nein, können wir nicht. Können wir. Suppressor brauche ich nicht. Reflex Sight können wir nicht kaufen. Mist. Na gut, müssen wir erstmal so pur spielen. Uff. Ach nein, scheiße. Komm. Brr. So. Das geht auch schon viel besser hiermit. Finde ich. Weil die viel stärker ist als die Glock. Im echten Leben kenne ich mich ja auch so ein bisschen mit Waffen aus und ich hasse die Glock in der Realität, weil ich mag sie einfach nicht. Komm schon, stirb. Oh. So. Zack. So, kommt der rauf. Und der kommt auch rauf. So. Das ist ein bisschen eckig, ich weiß. Das liegt aber am Spiel. So. Dieses Spiel gibt es schon relativ lange. Ich weiß nicht, es ist aber immer noch mein Lieblingsspiel. Nein! Wie ist das? So, mein Delta Sniper überlebt relativ lange. Komischerweise, weil sonst. Also verlust er halt immer. So, Argok. So. Bestes Visier im Spiel. So, ich muss ehrlich zugeben, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Scheiße. So, die Schwachstelle ist halt, bei denen ist hier hinten. Oh, oh. Diese Runde hole ich mir die hier und ich repariere mein Ding für 100. Kost 1,92. Schön. Ja, Geld regiert die Welt halt. So, das war's erstmal. Noch was dazu. Ich werde wahrscheinlich bald einen, beziehungsweise ich habe schon aufgenommen, aber der Kerl hat jetzt kein Internet. Ich habe ein Let's Play mit DinoHDD gemacht, also Let's Play Minecraft. Ja, der macht zurzeit irgendwie, beziehungsweise der macht keine Modern Warfare Videos. Der hat mal gemacht, aber er hat seine Xbox verkauft. Und ja. So, noch einen Delta Sniper kaufen.
So, zack, zack, zack. Stirb, Auto, stirb, Auto, Auto, stirb. Ich sagte, stirb, Auto. Nein, nein, nicht nachladen. Nein. 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 Nein, nein. Ah, scheiße. Verdammt. So, das war mal wieder ein Let's Play von mir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich klicke auf Finish. Hier sehen wir nochmal der Programmierer Simon Hazen. Und ja. Ihr könnt das Spiel spielen auf armagames.de. Und ja. Geht mal auf Dino HDDs Channel. Gut. Wir sehen uns, Leute. Tschüssi.